Servus, du hast ein Dachzelt und kleines Fahrzeug oder hast ein kleines Fahrzeug und möchtest ein Dachzelt drauf bauen. Dann hast du überlegt, wie könnte ich das Ganze managen mit dem Platz und so weiter. Was brauche ich wirklich? Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe nur ein kleines Fahrzeug, das ist ein Dacia Stepway. Da muss man schon gut organisieren. Alleine geht es leicht mit zwei oder drei Personen. Was ich sagen möchte, ist, bei drei Personen ist sowieso Ende. Das Dachzelt ist auch nur für maximal zwei Personen ausgelegt. Nur nebenbei, manchmal fahre ich mit meinen Kindern oder meine Jungs, die fahren mit. Und dann kriegen die ein separates Zelt, da können die sich austoben. Ich schlafe dann oben im Dachzelt zum Beispiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch schnell aus der Ich-Perspektive, was man wirklich braucht. Ganz vorne habe ich eine sehr einfache Passiv- oder Aktiv-Kühlbox. Das kann man beides machen, wie man will. Ich bin damit, sage ich mal, relativ zufrieden. Das Ding hat mich 20 Euro im Baumarkt gekostet und ich kann die einmal hier mit normalem Strom daheim versorgen, wenn es sein müsste, und übers Auto. Was ich aber nicht mache, die läuft dann über meine Checkery Powerstation mit dem Solarpanel, weil das Auto wäre sonst nach einem Tag wahrscheinlich leer genuckelt. Und das ist schon Kollegen im Zeltplatz passiert, das wollen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall, es muss jetzt nichts besonders Teures sein für den Anfang. Das Ding für 20 Euro, das macht jetzt schon zwei Jahre seinen Dienst ganz gut. Ich werde allerdings demnächst oder auch vielleicht frühestens nächstes Jahr definitiv mal aufrüsten. Da gibt es ganz andere Geschichten. So viel dazu. So, hinten im Kofferraum, das ist schon um einiges interessanter. Da habe ich hier mein Daypack. Also das ist der Rucksack, der kommt dann auch mit ins Dachzelt, da ist wirklich alles drin, an Powerbank, nochmal ein Wasser und so weiter, ein Buch, was man halt so braucht, Klamotten natürlich. Diese Tasche ist immer gepackt dann, das ist wie wenn man alles normal verreist, nur dass ich halt einen Rucksack habe. Hier ist das Tarp, dann haben wir einen Stuhl, da sieht man es, okay, der Stuhl, und unten drunter ist der Tisch verpackt. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, ich habe das zusammengeschnürt. Dann kann man das auf einmal nehmen und fliegt nicht einzeln rum. Dann ist da auch schon, wie erwähnt, die Powerstation. Die habe ich so immer dabei. Solarpanel habe ich jetzt nicht mit, weil ich nicht so lange unterwegs bin diesmal. In dieser Flasche ist kein Gift drin, keine Sorge, sondern das ist mein, ja, einfach fürs Wasser. Da kannst du dann Zähne putzen damit oder mal einen Teller ausspülen. So, das ist ganz praktisch und das verbraucht eben nicht so viel Wasser, wie jetzt, wenn ich jetzt ständig am Kanister da wäre, da ist der schon relativ bald leer, so sieht's aus. Und hier kannst du auch mal eben die Hände damit abduschen. Da habe ich immer ein bisschen Spiritus dabei, hier ist meine Machete an der Seite. So, das habe ich so reingestellt, das kommt jetzt mal weg. Genau, ganz wichtig, Babytücher, sowas braucht man halt eben draußen. Da hinten noch ein Hammer drin versteckt und das ist hier sozusagen meine Badtasche, ist alles drin, die kann man aufhängen, da ist ein Spiegel drin, zeige ich nachher noch kurz, einfache Geschichte. Und was super useful ist, also was mir echt gut gefällt, das ist diese Tasche hier, die ist mit Klett verbunden und hier mit diesen einfachen Schlaufen da am Sitz, und da ist halt jetzt so auch ganz wichtiges Zeug drin, wie zum Beispiel hier Sonnenschutz und Moskitoschutz, ja gut, Ballistol und so weiter. Das kann man da super verstauen, je nachdem, wo halt frei ist. Also bei mir ist auf der Seite mehr Platz als da. Da habe ich so Essenskiste, die ich immer wieder mal aktualisiere, Tee und Kaffee, alles Mögliche drin. Der Wasserkanister ist natürlich auch äußerst wichtig. Der Wasserkanister mit seinen 12 Litern. Hier oben ist so ein Stupsel dran, Stopsel, da kannst du es aufmachen, damit die Luft gesogen wird beim Öffnen. Das Schöne, du hast einen leicht drehenden Hahn und nicht irgendwie, ja, so ein Drehgriff halt und nicht irgendwie so einen blöden Hahn, der dann irgendwie hängt. Das habe ich alles schon hinter mir. Also ist wirklich eine klasse Geschichte hier. Super. Wenn man den zumacht, ja, dann spart man sich ein bisschen Wasser, weil der dann zum Tröpfeln anfängt. Das ist hin und wieder gar nicht schlecht. Ja, und das allerwichtigste Gut, sage ich mal, was ich dabei habe, ist die Alukiste. Die habe ich jetzt umfunktioniert. Die ist jetzt nur fürs Kochen zuständig. Und was auch noch wichtig ist, ich nehme das von Kido, das Montageset habe ich auch immer dabei. Ganz, ganz wichtige Geschichte. So, das ist jetzt die berüchtigte Campingbox. Ich brauche jetzt nichts zum Rausziehen, so viel Platz ist nicht.
Das spielt sich alles hier ab oder ich kann die Kiste einfach rausheben, wenn ich möchte. Ja, ist jetzt nicht so aufwendig, sieht man ja, was da machbar ist. Zum einen mal, ich habe noch verschiedene Haken mit, kann man das halt hier so wunderbar die Tasse hinhängen, alles was man so braucht, eben auf den ersten Griff, jetzt mal so gemacht, ja, Grillzange und hier Gewürzkram, dass das halt einfach so, ja, dass ich da nicht jedes Mal hin muss. Da an der Seite, dann habe ich dann eben so eingepackt, mein ganzes Kochbesteck und Teller sind da drin. Hier ist noch ein kleiner Windschutz, ein Löffel und hier das ganze, die Kochtopf, Kaffee, Kanne und so weiter. Ja, jetzt nehme ich mal das hier kurz raus da. Muss ja sowieso früher oder später passieren. Und hier unter dem Deckel, da befindet sich dann der Kocher. Jetzt kann man den Deckel einfach auf die Seite schieben. Und mit einem zweiten dann erweitern, je nachdem. Ich muss erstmal Platz schaffen hier, weil der Wasserkanister ist dann noch da. Und da kann ich darauf dann ganz easy kochen. Das ist auch wirklich einfach gemacht. Hier sind diese Füßchen, die halten den Abstand zum Kocher, zu dem Kochkreuz. Das kann man nämlich in dem Fall nicht abnehmen und die Gefahr, dass das dann abbricht, weil das schon wackelig ist, die ist relativ groß. Genau. Vielleicht auch nochmal interessant für Leute, die auch ein Softcover haben und oder vielleicht das gleiche Zelt wie ich. Bei mir ist es relativ klein, das packt man sich, komprimiert es mit dem Spanngurt dann und dann habe ich da Ruhe, weil das liegt dann nicht wirklich im Weg. Da passt das auch noch im Packsack im Wasserdichten rein. Da könntest du es auch draußen stehen lassen, wenn es regnet. Oder ich schmeiße es in die Kiste, je nachdem. Völlig egal. Das kannst machen, was du willst. Ist kompakt. So kriegt man das relativ klein. Oben ist auch schon gemütlich. Ja, ich brauche immer 3 Kisten zum Lesen noch dann. Ich gehe nie so direkt ins Bett. Und hier mein Schlafsack, ja blöd, das ist ein Winterschlafsack, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es heute so extrem warm ist. Aber gut, das ist ja wurscht, kann man ja variieren, wie man möchte. Immer wieder top, mega schöner Weitblick, super. Den Stuhl werde ich mir nachher dann gleich beschlagnahmen. Tja. Übrigens, was das betrifft, das kann man auch, oder könnte man theoretisch auch mit ins Dachzelt packen. Also wenn zusammengeklappt ist, quasi oben drauf und dann die, das Softcover drüber. Das würde genauso gehen. Also ich werde wahrscheinlich das Tarp in Zukunft nicht mehr so transportieren, sondern direkt oben. Ja, aber es nimmt halt einfach ein bisschen Platz weg und so hat man es immer dabei, muss nicht dran denken. Das ist eine tipptopp Sache. Weil auf den Stuhl hier zum Beispiel und auf den Tisch, da kann ich drauf verzichten. Ich habe im Auto immer so ein Backup. Und zwar die kleinen Stühle, die ich oft gezeigt habe in den Videos und auch einen kleinen Tisch noch. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und hier an dem Platz, naja gut, das ist sowieso super, weil da alles einfach komplett da ist. Mit Klimmzugstange. Nein, Quatsch, da kann man ein Tarp drüber schmeißen. Sehr geil. Das ist das Besteckset mit den Alutellern da. Ja, ist ja gut, ich konnte mir die Farbe nicht aussuchen. So, und dann kann ich hier jetzt einfach die wichtigsten Sachen gleich mal reinpacken. Und dann muss ich nicht jedes Mal da rumkruscheln, dann hat sich das nämlich erledigt. Perfekt. Ja, so sieht es halt dann aus. Erstmal für den Müll, da habe ich ein Magnethäkchen. Und da kann man seinen Müllsack da dranhängen, wenn man ihn mitnehmen muss. Ansonsten hier sehe ich, ist jetzt eine Mülltonne vorhanden, umso besser. Genau. So, hier sieht man die 2 Kisten. Hier habe ich so Sachen drin wie ein Grillrost, noch nie gebraucht. Ist aber auch praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel Kannen verwendet, die jetzt nicht so Platz auf dem Kocher haben, dann stehen die da wenigstens ganz gut. Also kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Da habe ich noch eine Notdecke, eine dünne drin, Paracord, ein bisschen Schnur. Das ist eine Regenhose hier. Das ist noch ganz wichtig oder interessant. Das ist die Elefantenhaut. Die kann man dann, wenn man möchte, hier unten drunter legen, wenn es schlechteres Wetter ist. Dann kann man auch mal barfuß da die Leiter runtergehen und so weiter. Bleibt man halt sauber mit den Füßen. Und unten drunter ist noch ein Poncho und hier für den Winter noch mal so Wärme, Sohlen.
Ja, mehr ist das nicht. Das ist jetzt ganz einfache Geschichte auch. So, und da in der Kiste, das ist schon interessant, hier haben wir eine Lampe, Campinglampe, eine wunderbare. Die ist jetzt von Olight. Das ist echt ein mega geiles Ding. Und da kannst du halt eben noch hier nebenbei ganz gemütlich dein Handy aufladen, wenn es wäre, und die Lampe auch beladen. Ja, zweimal, also hier unten nochmal mit Magnet. Egal, habe ich auf jeden Fall immer dabei. Super Geschichte. Macht ein angenehmes Licht. Und hier sind so die Gaskartuschen drin. Warum habe ich jetzt die noch mit? Ich habe ja immer noch einen Ersatzkocher dabei. Noch eine kleine Kaffeekanne, die ist aber eher so zum Wandern gedacht. Ja, ein Packsack, nochmal so Alubesteck. Wenn ich halt wandern gehe, dann kann man da mal was mitnehmen. Das war es eigentlich schon. Und hier habe ich noch so kleine Schrauben für ein Reparaturset, sage ich mal, wenn die fürs Dachzelt. Genau. Aber bis jetzt habe ich nur einmal was gebraucht davon. Also das habe ich ja schon mal in dem großen Dachzelt-Review erzählt. Das war es auch schon. So sieht's aus. Mehr brauche ich persönlich nicht. Ja, der hintere Raum, nicht so spektakulär. Hier ist eine Kiste. Die habe ich jetzt zugegurtet oben da, weil es nicht ganz zugegangen ist. Die Kiste ist von dem her praktisch. Die steht quasi immer drin. Da mache ich meinen Einkaufskram rein. Oder in dem Fall sind jetzt meine Schlafsachen für oben da drin, fürs Dachzelt. Genau. Hier, das ist auch sehr wichtig, habe ich unten verstaut, das sind Unterlegkeile, so dass das Dachzelt nicht schief stehen muss. Da habe ich dann immer so eine Backup-Jacke drin reingepackt. Hier unten ist auch wichtig, ein Notklo, eine Nottoilette. Ja, hier ist dann noch eine Regenjacke verstaut und die Warnweste. Sonst ist hier noch jede Menge Platz, theoretisch. Genau, also nicht spektakulär. So ein paar Wochen später habe ich eine kleine Ergänzung. Ihr wisst ja, aus Erfahrung lernt man, und ich habe das jetzt ersetzt, die Platte mit Gummis. Also da kann man flexibel hier einfach die Löffel etc. reinmachen und das hält wie Sau. Vorher hatte ich ja Glättband, das war halt so eine Probelösung zum Ausprobieren, aber das hier ist um einiges besser. Genau, passt dann auch. So, nur als kleines Beispiel, warum ich keine Campingkiste fest im Auto haben möchte. Auch ganz neu dazu habe ich mir gekauft, ist so für die Rückenlehne so ein Molle-System. Kannst du einfach festklipsen oben und einmal unten. Ja, da kannst du halt jede Tasche also mit Molle-System befestigen, die dafür geeignet ist. Pouches, wie du möchtest, kannst du das dann ergänzen. Und das hat mir am besten gefallen von den ganzen Sachen, die es so gibt, weil ich ja jede Menge Taschen übrig hatte. So konnte ich die wieder verbauen. Hier kannst du zum Beispiel die Axt rein. So, da sieht das so aus, ist noch alles leer. Ich muss noch überlegen, was ich da reinmache. Auf jeden Fall die kleine Hängematte werde ich reintun. Da habe ich jetzt ein Kabel zum Aufladen für die Taschenlampe. Hier ist mein Multitool außen. Wie ihr seht, richtig cool. Und ich kann die Tasche jetzt aushängen. Wenn ich zum Beispiel Basics reinmache für eine Tagestour im Wald oder so. Wenn ich gerade hier, wie jetzt gerade hier. Einfach die Basics reinmachen und loslatschen. Super Geschichte. Und an der Seite, das ist auch nochmal neu, aber nicht so toll. Das ist so eine Halterung für alles Mögliche. Das Tarp ist auch schon aufgebaut. Ich habe aber die Seitenflügel, habe ich jetzt mal drin gelassen. Ist nicht so wichtig. Ich werde jetzt hier eine schöne Zeit machen. Nachher kommt noch ein Kumpel zu Besuch. Da werden wir dann noch gemütlich grillen und so weiter. Und ja, also wie gesagt, das sind jetzt keine Must-Haves, die ich gezeigt habe, aber es soll halt dich ein bisschen anregen, wie du das mit dem Auto organisieren kannst, was du dir vielleicht zulegen möchtest, wie du gesehen hast, was ist wichtig und nicht. Ja, so sieht's aus. Und bevor ihr euch so einen großen Campingstuhl nehmt, könnt ihr auch die Kamui-Stühle nehmen, die kleinen faltbaren. Die kann man ganz leicht ins Auto schmeißen, habt ihr ja gesehen, die sind einfach hinten drin. Ich zeige es jetzt nicht mehr intensiver, weil... Ja, aus dem Grund, ich habe es schon so oft getan. Schaut es einfach mal auf meinen Kanal, da sieht man das immer wieder mal. Ansonsten sage ich danke fürs Reinschauen und hab viel Spaß draußen mit deinem Dachzelt und deinem Auto und so weiter. Genießt die Zeit, geht raus, genau. Gibt nichts Schöneres. Also dann, danke fürs Reinschauen, mach's gut, servus, ciao.